Beim Kampf gegen den Krieg setzen wir unter anderem auf die russische Friedensbewegung, die trotz schärfster Repressionen sich weiter gegen Putins Krieg auflehnt. Und darum wird jetzt eine Rede vorgelesen von einer Aktivistin, die in Russland gegen den Krieg auf die Straße gegangen ist und geht. Ich bin Hanna, ich bin beim SDS aktiv und ich werde jetzt eine Rede vorlesen von einer Genossin aus Russland, die trotz Repressionen auf die Straße geht und uns ein Grußwort geschickt hat. Hallo zusammen, mein Name ist Anna, ich bin eine politische Aktivistin in Russland und Mitglied der Socialist Alternative und der Socialist Feminist Alternative. Ich bin seit 2017 Aktivistin und habe viele Massendemonstrationen in Russland gesehen und an vielen Protesten und anderen Aktionen teilgenommen. Aber ich glaube nicht, dass es eine so große Erhebung gegeben hat wie die, die wir heute erleben. Ich bin stolz darauf, Teil der protestierenden Massen zu sein und ich bin sehr froh, dass ich unsere Erfahrung mit euch teilen kann. Die rasche Politisierung der Massen in Russland und der Drang, etwas zu tun, um das System zu ändern, sind beispiellos, weshalb wir hier die internationale Unterstützung, die wir erhalten, sehr schätzen. Trotz der schrecklichen Konsequenzen, die uns drohen, wenn wir unsere Meinung in irgendeiner Form äußern, gehen viele RussInnen immer noch auf die Straße und nehmen an Protesten und Mahnwachen teil, wie jetzt gerade. Obwohl die verstärkten Repressionen der letzten Jahre dazu geführt haben, dass es fast keine Oppositionsführer oder Parteien mehr gibt, die nicht verboten oder inhaftiert sind, gibt es immer noch Versuche, die Menschen zu Protesten zu organisieren. Es wurden einige Proteste angekündigt, die Menschen drucken und hängen Plakate auf, verteilen Flugblätter, versuchen ihre Freundinnen und Verwandten zu politisieren und spenden für die Organisation. Die Leute fangen an, sich selbst zu organisieren, indem sie lokale Chats mit Leuten aus dem gleichen Gebäude, von der Arbeit oder von der Universität gründen, sodass sie auf eine organisiertere Weise handeln können, was ein sehr wichtiger Schritt in Richtung lokaler Organisation ist. Auch die sozialistische Alternative und die sozialistische feministische Alternative, in denen ich organisiert bin, nehmen an allen Antikriegsveranstaltungen teil. Wir haben eine noch nie dagewesene Unterstützung durch die Massen erfahren und unsere Antikriegsplakate wurden unglaublich populär und werden in ganz Russland aufgehängt und verteilt. Die vielen neuen AnhängerInnen und die neuen Anfragen, an unseren Aktionen teilzunehmen, zeigen, dass es eine große Nachfrage unter den Massen gibt, ihre Meinung zu äußern und uns beim Aufbau der Antikriegsbewegung zu helfen. Wir setzen große Hoffnung in die folgenden Proteste und die Unterstützung, die wir erhalten, ist das wichtigste Argument, um zu beweisen, dass nicht das russische Volk den Krieg will, sondern Putin und seine herrschende Klasse. Anschließend möchte ich noch kurz darauf eingehen, wie Menschen aus dem Ausland die Situation unterstützen können. Erstens, und das ist das Wichtigste, die richtigen Informationen weitergeben. Es gibt zu viele Informationen im Internet, die entweder gefälscht oder subjektiv sind, sodass es Zeit und Recherche braucht, um die Quellen zu verifizieren. Aber das ist der einzige Weg, um die Verbreitung von Fehlinformationen zu bekämpfen. Es ist auch wichtig, immer wieder über die Geschehnisse in der Ukraine zu sprechen, sowohl online als auch offline, denn es ist üblich, dass solche Situationen eine Zeit lang diskutiert werden und dann in Vergessenheit geraten. Es liegt in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass dies nicht passiert. Zweitens ist es wichtig, an Organisationen zu spenden, die sich für die Lösung des Konflikts einsetzen. Und drittens, beteiligt euch an allen Aktionen, die in eurem Land stattfinden. Proteste, Mahnwachen und Petitionen und so weiter. Ich glaube, das Beste, was man tun kann, ist, eine starke internationale Unterstützung zu leisten. Und dafür möchte ich nachdrücklich bitten, sich daran zu erinnern, wer schuldig ist und wer zuerst bestraft werden sollte. Die Hauptbotschaft jeder Aktion sollte sein, dass der Krieg nicht im Interesse der Arbeiterinnenklasse ist, er ist nur im Interesse der herrschenden Klasse. Die Menschen in Russland schweigen nicht. Wir tun unser Bestes, um den Krieg zu stoppen und Putins Diktatur zu beenden. Und wir schätzen eure Solidarität mit den DemonstrantInnen ungemein. Das alles, Dankeschön. Genau. Und außerdem möchten wir darauf aufmerksam machen, dass gerade ein Spendentopf rumgeht und wir Spenden für unsere GenossInnen und die AktivistInnen in Russland sammeln, die gerade von Repressionen betroffen sind.
Genau, um die Antikriegsbewegung in Russland zu unterstützen. Europa hatte zweimal Krieg, der dritte wird der letzte sein. Gib bloß nicht auf, gib nicht klein bei, das weiche Wasser bricht den Stein. Die Bombe, die kein Leben schont, Maschinen nur und Stahlbeton, hat uns zu einem Lied vereint, das weiche Wasser bricht den Stein. Es reißt die schwersten Mauern ein.